The Philosopher's Legacy. Haven't you heard of the Philosophers? The Colonel has inherited their immense legacy. Volgin's father was in charge of the Philosopher's money laundering. Genauso ekelhaft wie er aus wie er. In the confusion of the war, he somehow ended up with their treasure. And Volgin inherited that treasure illegally. We never need to worry about the military budget. The development costs at our facility are all paid out of the Colonel's deep pockets. The weapons born here will be the genes for creating an entirely new form of warfare. Funding for my research came out of that legacy. Came out of it. Now, my money, my men, all have been diverted to the Shagohod project. Tomorrow they will be conducting the final test, while Sokolov is making the final preparations in the weapons factory at Volgin's main base, the great fortress of Grosny. Da bringen sie ihn also hin, ja? Here I am, playing host to an enemy spy and drinking myself into a stupor. That's where they moved Sokolov? Yes. And the Shagohod is there too? Of course. Hey! You're not thinking of going to Grosny Grad. Are you mad? It's an impenetrable fortress. I'm sure it is. You'll be killed. I'll take my chances. Wait. What? Listen to me, you fool. I want to help you. Help me? To thank you for your compliment. What compliment? My shoes. Tatiana gave them to me. I wanted to thank you for complimenting me on them. Oh, okay. I'll tell you how to get into the fortress. In return, I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohod. There is an underground tunnel that runs around the perimeter of the fortress. You should be able to use it to sneak into the base. Head for the mountains. The entrance to the tunnel is located there. Take this. Okay, wir müssen auf einen Berg, um von einem Berg durch einen Tunnel zu gelangen, dass wir dorthin kommen. Das klingt ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, nicht wahr? You passed through a warehouse on your way here. Ja, ja. Didn't you? Ja. Yeah. There should have been a locked door inside of it. Do you remember? Vielleicht. This key will open that door. Beyond that door lies the vast jungle. You can climb up into the mountains from the far end of the jungle. Ah, die Tür. Go back to the warehouse. Use the key to open the locked door and head for the mountains. Got it? Oh, ziemlich. Why are you helping me? Unlike Sokolov, the thought of defecting has never once crossed my mind. I love my country. I love this land. I cannot even imagine living anywhere else. I wish to remain a hero of the great motherland. I cannot bear the thought of being hounded into a corner and left to waste away. It is already dawn. Boah, so lange hat er uns zugequatscht. I will remain here and nurse my troubles for a little longer. To capitalism! Na, wenn du das sagst. Nun gut, die Cutscene hat etwas länger gedauert, als ich es erwartet habe. Darum werde ich, beziehungsweise habe ich diesen Part hinterher in zwei geschnitten, nur dass ihr da Bescheid wisst, weil einen 17-Minuten-Part lade ich nicht hoch. Aber gut, dann geht's noch ein bisschen weiter. Und Momentchen, schaut mal. Get out of here.
I have nothing more to say. Ja. Ihr seht schon, der Typ lässt uns nicht mehr rein. Alles klar. Das heißt, mit Hilfe seines Schlüssels können wir uns nun wieder zurückbewegen und zack, schlafen wir. Du auch? Ja, komm. Willst du mich jetzt veräppeln? Nee, oder? Das kann doch nicht sein. Ja, komm her. Komm. Wie ihr auch genau wisst, dass ich derjenige bin, ne? Na komm. Noch einer. Das ist auch so eine total unlogische Sache. Woher wollen die wissen, dass ich der Typ bin, der hier nicht hingehört? Ich meine, ne. Aber gut. Das ist halt eben Metal Gear 3. Oh fuck. Puh, knappes Ding. Fuck, wie viele kommen denn da? Wie viele? Boah, ja gut, Leute. Ich schneide das mal kurz. Wir sehen uns gleich. So. Okay. Keine Ahnung. Also, das ist mir selber jetzt schon ein bisschen peinlich. Aber gut. Bei Vorsicht dürfte ich, glaube ich, eigentlich weiter... Komm. Halt die Fresse jetzt. Mann. Ja, gut. Also wirklich. Okay, das war aber der letzte Wissenschaftler, der uns direkt irgendwie über den Weg läuft. Ah, Mensch, ey, ich hasse diese... Habe ich da Blut am Arsch? Habe ich einer von den Bastarden doch erwischt. Aber gut, ich habe gesagt, den Weg zurück sollten wir etwas anders einschlagen, damit wir noch die letzte Dingens kriegen, die wir hier holen können. Es ist noch nicht die letzte im Spiel. Nee, da gibt es noch einige Bemalungen. Ich hoffe nur, dass ich nichts übersehe, weil ich kein Guide für Metal Gear 3 benutze, weil ich mir denke, dass ich eigentlich alles über das Spiel weiß. Außer halt irgendwelche Kleinigkeiten. Aber zumindest, wo man alles findet und so. Von daher. So, gehen wir also... War das hier? Nein. Es war hier. Gehen wir mal schnell durch. Ignorieren die Typen. Gehen wir einfach hier durch. Scheißegal, ob uns einer sieht. Können sie eh nichts mehr machen. Wow. Übrigens wärt ihr von hier auch reingekommen, wenn ihr nicht so wie ich durch die Tür gelaufen wärt. Ja, es gibt nämlich noch einen Weg. Einfach wieder von der linken Seite des Gebäudes könnt ihr einfach reinkrabbeln. Den bin ich übrigens beim ersten Mal gelaufen. Hier durch. Und deswegen weiß ich, dass es hier vorne, glaube ich, Oyama gab. War das Oyama? Ich glaube. Ja, Oyama. Hat an sich dieselben Fähigkeiten wie Schnee. Es hat ein weißes Gesicht, ich glaube, mit so roten Lippen oder so. Es gibt noch so ein Ding, ich glaube, heißt das Kiyuki sogar? Ich glaube schon. Auf jeden Fall gibt es davon noch eine, aber die sind an sich nicht wirklich... Ja, man muss sie halt nur haben für 100%, sage ich. So, aber hier sollten wir den Kittel definitiv wieder abnehmen, weil wir jetzt wieder draußen sind und wieder Waffen verwenden können. Yeah! Komm, nehmen wir mal Blattmuster. Das ist eine meiner Liebsten eigentlich. Die finde ich ziemlich cool. Auch vom Design her sieht das eigentlich ziemlich stylisch aus. Oh, da vorne steht schon einer. Au! Ach, das war... Okay, dann bist du halt tot. Entschuldigung. So, hier unten müsste es, glaube ich, auch noch ein... Was? Kein Schalldämpfer? Ich hätte schwören können, dass hier ein Schalldämpfer liegt. Aber gut. Ich kann ja auch nicht alles wissen. Dann war das vielleicht unter dem Auto. Auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Oder den Typen einfach erschießen. So ungefähr. Ich bin schon ein Arsch, oder? Wie ich die Leute einfach mal von hinten aus zigtausend Metern Entfernung abknalle. Aber gut, wir sind hier im Krieg. Das darf man ja nicht vergessen. Übrigens, der andere Weg raus wäre genau hier. Den benutze ich jetzt. Damit ihr auch mal alles gesehen habt. So, außerhalb des Granini-Gorki-Labors, außerhalb der Mauern. So, liegt da der Schalldämpfer? Oh, da war übrigens der Frosch. Interessant. So, schauen wir mal, ist hier... Ja, tatsächlich, Schalldämpfer. Und zwar... Cool, ey, wie viele Schalldämpfer ich habe, das gibt's gar nicht. Wobei, ich glaube, wenn ihr auf leicht spielt, habt ihr wahrscheinlich nochmal das Doppelte. Ich meine, aber dafür, dass ich auf schwer spiele, habe ich eigentlich relativ viele. Und ich meine, ich schieße ja nicht wenig. Buff. So ist es ja gar nicht. Also, okay, den hätte ich jetzt nicht töten müssen. Das gebe ich jetzt offen und ehrlich zu. Egal. So, definitiv müssen wir den Weg wieder zurück, denn er hat uns ja gesagt, dass wir jetzt mit Hilfe seines Schlüssels durch die andere Tür können. Genau das werden wir auch machen. Aber Leute, ich denke mal, es ist ziemlich offensichtlich, dass ich jetzt gleich den Schnitt machen werde. Zumindest für diejenigen, die das Spiel selber gespielt haben, die wissen, dass ich hier gleich einen Schnitt machen werde, weil mir das sonst noch zu lange dauert, was jetzt gleich kommt. Ihr könnt es euch wahrscheinlich trotzdem denken, wenn ihr das Spiel nicht kennt. Wenn ihr es kennt, dann wisst ihr sowieso Bescheid. Ansonsten, ich sag mal so, wenn ihr kein schlechtes Essen habt, dann solltet ihr eventuell hier was fangen und erstmal eine Spielpause einlegen, bis es schlecht wird, um das Ding hier auf leichte Art und Weise zu erledigen.
So. Ich denke, das könnte ich gesagt haben. Ich sage bis zum nächsten Mal, Leute.